Okay, jetzt. Also, hallo. Wir haben den Formelvisualisierer gemacht. Wir sind Joshua, Fabio, Judith und Dorothee. Das Problem. Graphen von Hand zu zeichnen geht, ist einfach, aber ungenau. Mit Lineal, mit der Hand eine Parabel zu zeichnen, geht, ist aber, das ist geschätzt, nicht genau. Und das haben wir mit unserem Programm gelöst. Als Technologie und für die Daten haben wir Python benutzt. Das ist eine Programmiersprache. Wir haben Python für das Backend sowie das Frontend benutzt. Was das jetzt ist, erklärt euch Dorothea. Genau, das Frontend ist das, was die Benutzeroberfläche ist, also das, was der Benutzer wirklich sieht. Und das Backend ist das, was im Hintergrund passiert, wovon der Nutzer eigentlich nichts mitbekommt. Unser Endprodukt ist eine App, in der man eine Formel eingeben kann und die gibt einem dann einen Graphen aus. Genau, das wollen wir auch gleich einmal zeigen, wie das funktioniert. Wenn das jetzt technisch umsetzbar ist. Rüberziehen. Moment noch. Ja, jetzt. Genau, da sieht man schon. Unten bei dem Feld Formel geben wir jetzt unsere Formel ein. In dem Fall bleiben wir mal bei der Normalparabel, also x mal x. Für den Startwert nehmen wir mal minus 10 und für den Endwert 10. Und für die Schrittweite nehmen wir jetzt in dem Fall mal 0,1. Und wenn wir jetzt da unten auf den kleinen Zeichen-Button drücken, dann gibt uns das Programm die exakte Parabel dazu. Wir können jetzt aber auch noch beispielsweise noch ein weiteres mal x dazu schreiben und dann wieder auf Zeichnen drücken. Und dann zeichnet das Programm auch noch den zweiten Graphen dazu und so könnten wir auch immer weitermachen. Ja, danke fürs Zuhören. Haben Sie noch Fragen? Mentoren. Ich dachte zuerst, ich frage mich. Irgendwas hat nicht so gut geklappt. Doch, es war gut. Nee, eine Folie hat gefehlt. Welche Folie wollt ihr denn noch zeigen? Die davor. Noch weiter? Das so. Es gab technische Schwierigkeiten, okay. Weitere Ausblicke und offene Punkte ist das Zeichen von Fraktalen. Das sind unendlich in sich selbst wiederholende Bilder. Das Problem ist halt schon unendlich. An sich ist ein Problem. Wir brauchen unendliche Präzision. Wir können das runden, ist aber extrem kompliziert. Deshalb, das ist ein offener Ausblick, den wir vielleicht irgendwann mal machen werden. Wir bedanken uns bei unseren MentorInnen Xenia und Timo. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen.